Hallihallo, Hallöchen, Popöchen, meine lieben Freunde, Burrito auf Doom hier. Heute wieder mit einer Replay-Analyse oder einer Community-Replay-Analyse von dem guten Herrn Keck W. David, dem Pike-Supporter. Für diejenigen von euch, die es noch nicht wussten, wir haben auf PlayerSub einen Community-Discord, wo es ganz viele coole verschiedene Channels gibt. Wir haben was für die Weeps, zu denen auch ich gehöre, wo ihr euch über Anime oder Ähnliches austauschen könnt. Wir haben Feedback-Channel, wir haben ein Player-Sub-Turnier. Die Informationen dazu findet ihr auch auf dem Discord natürlich. Dort werden YouTube-Uploads und Stream-Replays und Stream-Ankündigungen gepostet. Aber es gibt auch ein Coaching-Giveaway-Channel, wo dann beispielsweise Albi und oder ich uns aus allen Teilnehmern, die dem Channel halt gewisse Sachen erfüllen, das schreiben wir aber auch da rein, ein gratis Coaching bzw. eine Replay-Analyse verteilen. Heute beobachten wir, wie gesagt, den David, der hat das Coaching Giveaway bekommen. Der ist Gold 2 zurzeit, spielt seit Season 5 und hat gesagt, jo, Burak, ich habe irgendwie voll die Probleme mit Warding und mit Roaming und sowas, kannst du mir da mal nicht helfen? Und da das Fehler sind, oder da das Baustellen sind, die ganz viele Spieler haben, habe ich mir gedacht, ja klar, kann ich machen, hoffentlich lernt dann auch der ein oder andere Spieler was mit dazu. So, genug darüber, wir wollen jetzt erstmal hier Matchups reden. Toplane Cho'Gath gegen Fiora. Cho'Gath gegen Fiora ist ein Matchup, das kann für beide sehr gut oder sehr schlecht ausgehen. Cho'Gath natürlich mit dem 3-Jahres-Delay seiner Q. Das heißt, Fiora kann halt eigentlich immer die Q reposten. Außer sie ist halt gesilenced. Und das Matchup ist sehr volatil. Das bedeutet, Volatilität in einem Matchup bedeutet so viel wie, dass ein Matchup halt relativ even ist, bis einer den ersten Kill oder zwei Kills hat und dann snowballt. Das heißt, sollte Fiora zum Beispiel early on zwei Kills bekommen, kann sie, ich kann mein Epic Pen nicht benutzen, ich liebe technische Schwierigkeiten bei Aufnahmen, kann sie Cho'Gath pushen und punishen, nur dass der was dagegen tun kann, wohingegen andersherum, der Cho'Gath natürlich, sollte der ahead kommen early on, wird er nicht mehr vom Fiora getötet werden und kann immer die Wave pushen und kontrollieren. Jungle haben wir Vi gegen Riven, ist ein etwas komisches Matchup, aber Riven kommt ein bisschen schwierig durch den Jungle, verliert sehr viel HP und muss gut kiten. Das war früher jedenfalls so, ich weiß nicht, ob der neue Season 10 Jungle ihr jetzt besser und oder schlechter tut, aber auf jeden Fall sollte Vi mehr Tempo und vor allem mehr Safety haben. Midlane haben wir Anivia gegen Orianna, beide sehr stark am Farmen, sehr schöner Hook da vom David. Beide sehr, sehr stark am Farmen und sehr lange am Scalen, bis sie halt effektiv werden. Aber natürlich beide unabdingbar für Teamfights und vor allem die Orianna mit in Kombination mit Riven und Fiora. Wir haben gesehen, dass die Botlane geleasht hat. Nochmal ganz kurz. So. Das hier ist die erste Wave. Und die Botlane kommt spät, also hat Riven sehr, sehr wahrscheinlich hier gestartet. Das heißt für uns als Botlaner, dass wir entweder vom Level 2 Gank aufpassen müssen. Wir sehen, Riven ist auf dem Crux. Das heißt, wir müssten jetzt entweder eine Ward setzen oder wenn der Gegner nicht genug Pressure hat für einen Level 2 Gank, zum Beispiel wenn wir geschofft werden oder Gegner spielt einen Level 2 schwachen Champion oder so. Ganz stumpfes Beispiel. Amumu oder Rammus, wobei man selbst da argumentieren könnte, ne? Dann kannst du die Wave eigentlich so lassen, beziehungsweise die Ward so lassen, wenn der Gegner keine Level 2 Pressure haben sollte. Und dann zur dritten Wave erst warden. Das heißt, wenn diese Wave kommt, wenn diese Wave collided ist, solltest du gewardet haben, um dich zu protecten. Das Botlane-Matchup ist das, was uns eigentlich interessiert. Sehr schöner Hook nochmal und jetzt der Stun hinterher. Nice, die sollte tot sein. Viel zu spät zusammen, das geburnt. Viel, viel zu spät von der Ashe. Sehr gut gespielt von David da. Eigentlich sollten wir die Botlane tatsächlich nicht so hart gewinnen. Wir sollten nicht mal den Push haben. Ja, und die Riven wurde irgendwo executed. Wo ist denn gestorben? Naja, und da haben wir jetzt auch einen Kill. Also wir sollten die Botlane jetzt nicht mal gewinnen, denn die Gegner haben Double Range gegen einen Melee-Supporter und eigentlich ist das relativ schwierig für uns zu spielen als Melee-Supporter. Da wird auch schön mit der vierten Wave gewardet, nochmal kurz abgewartet und jetzt sollte Recall genommen werden. Wir haben nicht nur einen immensen Goldvorteil, wir haben jetzt auch einen immensen XP-Vorteil. Okay. Die ist tot. Okay. Da können wir nicht follow-upen. Nochmal ein Auto-Attack. Ich glaube, wir sterben jetzt.
Nee, schön die Wege prockt. Wir sollten auf jeden Fall jetzt einen Recon nehmen. Also wirklich auf jeden Fall. Wenn wir da jetzt noch für einen Kill warten, ist das eine äußerst, ich nenne es gekonnt einfach mal waghalsige Aktion. Auch das hier, komplett unnötig. Also diese Wave wird in uns reinpushen. Das sehen wir daran, dass die Gegner mehr Minions haben als wir. Wir haben 2 Melees, 4 Caster und ein Cannon. Die Gegner haben 4 Caster, 3 Melees und ein Cannon. Das heißt, diese Wave wird über kurz oder lang jetzt pushen. Hier haben wir ein sehr, sehr gutes Recoil-Timing. Und mit dem Recoil-Timing könnten wir dann zum Beispiel Deep One geben, weil wir die Riven-Top-Seite sehen. Generell, als generelle Daumenregel, könnt ihr euch sagen, dass wenn ihr ahead seid, dass ihr keine riskanten Plays machen müsst. So wie das hier. Das hier ist ein komplett unnötiges Play. Ich glaube, wir kriegen jetzt den Kill. Ja, nicht mal das. Wir geben einfach random, super, super gigahard random 2 Kills ab. Obwohl wir einfach hätten backgehen können. So. Und selbst wenn wir den Kill gemacht hätten, wäre das komplett unnötig gewesen. Weil wir ahead sind und wir uns einfach nur zurücklehnen können und unser Ding machen können. Wir müssen kein Risiko eingehen, um noch weiter ahead zu kommen. So, die ist tot. Schön gecatcht dort. Lux und Summoners. Wir gehen Mitte Roam. Gutes Roam-Timing. Junge, die Hooks sitzen aber auch wie Butter, ne? Ach, Anni, wie ein Auto-Attack. Komm schon. So. Riven ist auf uns. Ich weiß nicht, ob wir das nicht sehen oder ob wir einfach nur Tunnel Vision haben. Ich glaube, wir haben Tunnel Vision. Sorry, ich habe gerade nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Die Tristana engagiert 1 gegen 2. Tötet die Ashe for free. Die Riven kriegt den Pike nicht. Der Hook. Ja, okay. War wohl ein kleines mechanisches Missplay von der Riven und hier wieder genau dasselbe. Also nochmal, ja, wir kriegen den Kill. Wir feeden die Tristana, aber es ist halt nicht worth, weil wir... Also Riven geht ja sowieso back, ne? Ihr seht das ja. Wir sind sowieso in einer 1 gegen 2 Situation, also das Territory da tanken ist halt relativ ungünstig. Aber selbst wenn wir hier 1 für 1 traden, ist es einfach straight up nicht wert, weil wir jetzt unseren Lead wieder verlieren. Und wir die Zeit verlieren, in der wir unseren Lead weiter effektiv, ganz entspannt und in Ruhe aufbauen könnten. Das hier wäre zum Beispiel auch sehr gutes Roam-Timing gewesen. Weil unsere Tristana ist nicht weg, ne, man meint. Ich glaube, wir wurden gespottet, als wir da hingelaufen sind. Ich weiß nicht, die Gegner sind aber auch sehr mutig, ne? So, Riven dürfte jetzt Topseite sein, weil sie gerade Botseite gegankt hat und deswegen Botseite keine Camps mehr ab hat. Nevermind. Ich habe geintet. Ah, ich meine 50-50, ne? Entweder ist sie da oder nicht. Da gehen wir in die Mitte Roam. Missen den Hook. Kriegen den Stun wenigstens und die ist tot. Schöne Sache. Auch den Kill überlassen. Die Roams sind an sich sehr gut. Das, was mich am meisten stört, ist tatsächlich das Decision-Making. Und ich meine halt wirklich spezifisch das Decision-Making von David, also von Pike. Denn ja, man könnte sagen, Tristana hat dir natürlich gefollowt und die war genauso dumm und so weiter und so fort. Oder ein paar Sachen waren halt genauso schlecht oder vielleicht sogar noch schlechter von Tristana. Andererseits ist es halt so, dass man das die Aktion seines Mates natürlich nur nicht beeinflussen kann oder beeinflussen kann, mit wem man zusammen spielt. Meines Wissens nach ist das hier jetzt auch kein Duo-Q-Game oder so, wo ich sagen würde, okay, die hat einen Kommunikationsvorteil oder so. Okay. Also ich verstehe das nicht, die Gegner sind halt komplett am ihr Bestes geben. Die versuchen auf jeden Fall Zweiter zu werden. So, und jetzt der Lane-Swap. Da schon wieder der Stay. Dieses Decision-Making ist das, was ich meine. Du bist 3 Level über ihr. Geh doch einfach back, geh Top-Lane, nimm den Lane-Swap und spiel um die Karte herum. Also das hier ist halt wieder so... dieser Tod ist halt wieder
10 von 10 unnötig. Und das sind diese typischen Solo-Queue-Fehler, die jeder von euch und auch ich bin da nicht ausgeschlossen, die jeder hat, weil er denkt, ach ja, easy peasy, lemon squeezy, Alter. Und spätestens nachdem der Hook gemisst wird, musst du weggehen, so. Weil du bist viel Level lieber hier und du verlierst den Trade. Wie geht das? Du hättest jetzt schon Top-Lane sein können. Also, Chugov ist gerecallt. Wärst du mit Tressar gerecallt, hättest du jetzt Tressar Top-Lane pingen können. Chugov könnte hier Bot-Lane gehen. One Spot der nächste Drake. In einer Minute. Das heißt, du kannst Tressar einfach Top-Lane eskortieren. Wenn Tressar Top-Lane ist, kannst du dann von da aus in die Mitte rotieren und dann zum Drake gehen. Oder ihr könnt einfach auf den Drake pfeifen. 1-4-1-Trend dafür den Turret nehmen. Egal, für was sich das Team hätte entschieden hätte. Alles wäre besser gewesen als das. Ashe ist schon Top-Lane. Die Gegner stehen auf der Bot-Lane 3-10 und spielen das Makro besser als wir. Ja, sie ist gestorben. Aber das war ein mechanischer Fehler. Und weniger ein Entscheidungsfehler, so wie von uns. Und die Game-Decision-Fehler, die Decision-Making-Fehler, sind etwas, an dem wir Spiel für Spiel arbeiten können. Mechaniken brauchen meiner Ansicht nach am längsten, um gefixt zu werden. Weil das einfach Trainingssache ist, genauso wie, sagen wir mal, Muskelbildung oder so. Du musst halt konstant dran arbeiten. Wohingegen Decision Making relativ schnell gefixt werden kann, wenn man weiß, was man richtig und was man falsch gemacht hat. Und wenn man nach gewissen Indikatoren aufpasst. Und diese Indikatoren sind halt sowas wie, ich hatte x Tode. Welche von denen waren wirklich unvermeidbar? Und wenn man ganz ehrlich ist und wirklich ganz, ganz ehrlich ist, sind die meisten Tode, die man hat, vermeidbar. Wenn nicht sogar fast alle. Dann sprawnen wir in die Mitte. Kriegen schön den Stun und die ist tot. Mit die meinte ich natürlich die Lux und nicht die Riven. Der hier schon wieder kommt. Wir hätten Top-Lane Plating haben können, wir hätten Drake haben können, wir hätten alles haben können. Was machen wir da schon wieder? Das ist halt ein komplettes XD-Game. Also wir sind 7000 Gold ahead. Als Team. Aber wenn das so weitergeht, throwen wir das halt noch. Und das ist das, wo immer diese Solo-Queue-Mentalität kommt. Dann, ja, wie konnten wir das verlieren, wenn wir doch so krass ahead? Und oh mein Gott, was ist denn da passiert und so. Hätten wir von Anfang an auf die Top-Lane gelaneswappt, mit der Tristana und dem Cho'Gath zusammen, hätten wir jetzt schon lange diesen Outer-Turret gehabt und wir hätten vielleicht den Cloud-Drake abgegeben von mir aus. Hätten wir diesen Outer-Turret gehabt, könnten wir von hier aus in die Wave rotieren, beziehungsweise in Jungle rotieren und dann mit unserem Umbral Blade plus Sweeper, plus unserem Sweeper, den Gegner die gesamte Vision rausnehmen und dann einfach warden. Und dann könnte man einfach um die Wave spielen, bisschen chillen, bisschen nix machen, weil es kein Objective gibt dann auf der Karte. Einfach nur ein bisschen gar nichts machen und danach in 5 Minuten um den Baron herumspielen. Oder tatsächlich sogar noch vorher um den Drake und dann um den Baron. Währenddessen, dieser Turret ist komplett low, das heißt, man könnte auch, wenn die Topseite gewardet ist, durch den Jungle um die Mitte rotieren. Anivia könnte dann pushen, die Wave shoft und dann könnten wir von hier aus da collapsen und den Turret in, ich glaube, 1 oder 2 Pushes nehmen mit Tristana. Wir haben uns so viel selber kaputt gemacht, weil wir so komplett greedy waren. Und nochmal, was die Mates machen oder warum Tristana da jetzt so greedy ist oder ja, aber mein ADC war doch auch so greedy, das ist vollkommen Wurst so. Das können wir alles nicht beeinflussen. Ich meine, muss ich hierzu wirklich noch was sagen? Es geht gut, aber war es deswegen gut? Und die Antwort ist ganz eindeutig nein. Dann donate mir noch einen Kill. Wir sind von 3-0 oder 3-1, glaube ich, auf 3-5. Wenn ihr... Okay, kleiner Exkurs. Es gibt zwei Arten von Play-Level. Es gibt das Skill-Ceiling und den Skill-Floor. Das hier, das Skill-Ceiling, beschreibt die maximale Leistung, die du aufbringen kannst. Nehmen wir mal an, dein Durchschnitt... Hier, du bist jetzt Gold 2 oder so, ne? Das war dein Durchschnitt. Die meisten Games sind ungefähr in dem Areal. Das Skill-Ceiling ist an den Tagen, wo du richtig gut gefrühstückt hast, wo du mit dem richtigen Bein aufgestanden bist, was vorher duschen, Sport machen. Hast einen guten Tag auf jeden Fall, ne?
dann performst du vielleicht einmal alle paar Games auf, sagen wir, Platin 2 Niveau oder so. Und bist am Hardcore und smurfen. Und das Green Floor ist das schlechteste, wie du spielen kannst. Einfach, der Einfachheit selber nehmen wir jetzt Silber 2. Und manche Spiele performst du so, dann so, dann so und so und so weiter und so fort. Es ist viel schwieriger, sein Skill Ceiling zu heben, weil du dafür neue Sachen lernen musst, als dein Skill Floor zu heben, weil du dafür einfach alte Dinge anders machen musst. So die Dinge, die du schon machst. Und die meisten Spieler, bestimmt 80% der Spieler, könnten locker mindestens eine Liga climben, indem sie einfach ihr Skill Ceiling heben. Wie hebt man das Skill Ceiling? Praktisch geht es genau darum jetzt im Video. Du musst einfach aufhören, diese wirklich, wirklich fragwürdigen Dinge zu machen. Du bist zu greedy, du denkst nicht nach, du benutzt deine Vision nicht, du wardest nicht. All diese Dinge, die du eigentlich nicht weißt, die du aber einfach nicht machst, weil du faul bist oder nicht aufmerksam bist oder einfach nur nicht konzentriert bist, was auch immer. Diesen Skill Floor zu heben ist so viel wichtiger als, als das Skill Ceiling zu heben, denn wenn dein Skill Floor nicht mehr Silber 2, sondern sagen wir Gold 4 ist, dann ist plötzlich allein dadurch dein durchschnittliches Level Platin 4 geworden und du hast mehr Konsistenz. Du hast mehr Konstanz in deinem Game. Du intest nicht mehr so viel und deine Games laufen generell viel, viel effektiver ab. Das war ein kleiner Exkurs hierin. Tatsächlich sind wir hiermit auch schon am Ende des Videos angekommen. Überraschenderweise sind die Probleme, die mir David genannt hat, nicht mal so prägnant aufgefallen. Wir sehen hier, da wird noch ein bisschen gefightet, dann wird da gethrowt, dann wird da Drake gemacht und dann wird da gewonnen. Die Roams waren fein, das Warding war fein, die Lane Class war fein und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem alle ein bisschen was Neues lernen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen besseres Spielverständnis aufbauen und verstehen, warum hohe Risikoplays es nicht wert sind, wenn man sowieso schon ahead ist. Das ist wirklich wichtig. Merkt euch dieses Konzept, Leute. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Du musst nur ein Risiko eingehen, wenn du behind bist. Wenn du ahead bist, muss der Gegner das Risiko eingehen. Aber nun denn, falls ihr Fragen, Feedback und so weiter habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich sollte langsam mal anfangen, sprechen zu üben. Ansonsten, joint doch einfach den Player-Sub-Discord und vielleicht kannst du die nächste Person sein, die eine Replay-Analyse bekommt. Link dafür ist in der Beschreibungsbox unten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, lasst mir gerne Feedback da, drückt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bye, bye.